Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hell Yeah. Und wir gucken uns mal jetzt hier unseren Freund an, den wir noch haben. Oh Gott. Ach Gott. So, zwei von den Viechern sind, ey. Nein. Geht der hin? Da unten. Der muss dann da rein. Okay. So. Da war der schon da. Angaffen. Angreifen. Armgreifen. Wenn ich mal draußen oder Dinger. Und wieder der Leviathan. Ich will immer die anderen sehen da. Satan und Dictator und so. Da, lecker. Piranha Futter. So. Jetzt geht da hinten auf, okay. Da, wo wir vorhin schon drin waren. Das ist total Wahnsinn. Die letzte Tür, worauf wartest du? Ja. Lamoiosaurus Jarvis McDaniel and Rover. Jarvis verbrauchte viele Sattel. Er lässt Rover immer in Trab gehen, anstatt zu galoppieren. Deswegen ist er wohl auch dauerhaft pumpig. Ah, ja. Und ihr seht, wir haben noch... Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vor uns. 101. Nein, 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 nein. Warum seid ihr wieder da? Was doch. Gehen lieber auf Nummer sicher. Wir sind nämlich gleich so tot wie tot, dass es nicht sein kann. Puh. Ach, das gibt's doch nicht. Gott, ich dachte jetzt zu dem scheiß Viech wecken wir noch. Wenn da diese dämlichen Dinger rauskam. Ja, wir sind voll und wir sind tot. Weil dort sofort Stacheln kommen. Ja. Aber immerhin, wir sind jetzt hier. Alles andere ist mir egal. Ach, guck mal da. Spikebone. Ich hasse alle anderen Fossilien. Die sind alle total alt. Bah. Bleibt mir fern, verrückter FKKler. Ja, das kann man doch als FKK bezeichnen. Das stimmt. Wir nehmen wieder unsere Superwaffe. Und? Wo ist er? Ach nee, der hat einen. Ach, der greift er sofort an. Wie kriegen wir den jetzt denn? Tot. Na toll. Och, verdammt. Die Waffe ist auch kacke. Ach man. Ich weiß nicht, wie man... Hä? Sollen wir den besiegen? Das wird ja wieder toll. Ja, ist mir jetzt egal. Ich will das nicht nochmal zweimal lesen. Okay, hier können wir direkt reinspringen, aber das, was nützt uns das?
dass wir so sterben werden. Na toll. Was? Hä? Ich kapiere das nicht. Ich kapiere diesen Boss nicht. Tut mir leid. Ja, fick dich. Na, ja, wir gehen jetzt hier weiter. Gucken wir uns einfach mal hier um. Ach. Da ist noch einer, Lord Nitzer. Der Schlaf der Dame ist oberste Priorität. Mission 2 bis 17 geheim. Eindringlinge gehen im Feuer zugrunde. Mhm. Aha. Eine schlafende Prinzessin. Ach, da war sie. Ah, das ist doch nicht. Mann, ist so. Also selbst da muss ich irgendwie suchen, wo ist der? Hä? Ach da. Okay. Von 101. Ach du. Ich wollte darauf hüpfen, nicht da. Ach, wenigstens gleich hier unten. Mann! Gott sei Dank, ey. Ach, wir haben wieder so ein Ding. Oh Gott, oh Gott. Bitte was? Was soll ich da machen? Hilfe! Wie komme ich denn jetzt da? Ach, du Heilige. Ich bin doof. Das wird jetzt schwer. Das hätten wir vorher machen müssen. Jetzt. Mist. Ich komme da nicht durch. Das kann man vorher nicht ahnen, Mann. Ja, wie, hä? Ach, warte, können wir das vielleicht wegschießen? Ich hoffe es. Ja, das geht. Das auch mal weg. Das da. Da. Ich wollte doch nicht unterschlüpfen. Ach Mann. Warum geht alles schief? Toll. Ganz toll.
Na, Gott sei Dank. Nein. Gott sei Dank noch geklappt. Jawohl. Oh Gott. Na. Hallo, da war. Jetzt mal den Stuhl da. Oh. Danke. Herzlichen Dank. Wenn ich super tot bin. Langweilig. Oh, da war's fest. Ah. Nein. Ich werde auch sofort getroffen, wenn ich das Vieh sehe, ne? Zeig mir das Vieh und sofort. Oder davor schon kommen Blitze auf mich zu. So. Gott. Wird ja immer schlimmer. Yeah, ziehen auseinander. Yeah. Neues Monster. Lady Sulkra. Abigail Burgios. Abigail war eine verwöhnte kleine Göre, die von ihren Eltern im zarten Alter von 6 in die Hölle geschickt wurde, weil sie ihre Erbsen nicht essen wollte. Und die Moral von der Geschichte, das wissen wir auch nicht. Okay. Sehr nette Eltern vor allem. Gott. Ah, mit so viel Stühle im Weg plötzlich. War übel. Ups, nein. Mann! Wo kommen die ganzen Stühle daher? Jetzt haben wir genug. Fuck. Na, jetzt mal die Stühle beseitigen. Oder wieder gegenspringen und sterben deswegen. Achso. Oh. Mann! Also, nein, diese Granate ist scheiße. Ganz ehrlich. Das ist der letzte Rotz. So muss man damit.
Nein. Let's crush. Jawohl. Bam. Jawohl. Das ist Befriedigung. Das ist Sicklight. Zu Koro Blankenship. Viele Höllenbewohner waren gewöhnliche Leute, die Opfer unvorhergesehener Umstände wurden. Aber Sicklight war einer von den ganz Bösen, hat in der Nase gepopelt und das Ganze ans Sofa geschmiert. So einer. Ja. Das ist echt gittigit. Hilfe? Duke Romeo. Meine Zeit ist gekommen. Die Hölle wird mein Königreich sein. Duchess Unia. Unser Königreich, Schätzchen. Du wolltest unser sagen. Ja, natürlich. Trotzdem. Kein Kanickel kann solch ein Reich regieren. Ab heute ist die Hölle eine Monarchie. Hurra! Es lebe die Monarchie! Gott schütze mich! Abgefahren. Die Königsmorde waren immer mein liebstes Thema in Shakespeare Club. Oh oh. Jo. Ich weiß nicht mal, ob ich ihm Schaden gemacht habe. Nein, davon habe ich keine Muni mehr. Nee, ich weiß es nicht. Ih, sind wir zu zweit. Ich habe echt gerade keinen Plan. Hä? Macht überhaupt keinen Schaden. Wir müssen irgendwas anderes machen anscheinend. Aber was? Ah. Und jetzt? Ach, den Kopf müssen wir treffen. Yeah, der ist schon mal tot. Oder sie? Das ist ja die Duchess. Und übrigens die Endgegner, glaube ich, ne? Weil die sehen so aus wie diese Figuren, die immer im Schatten waren. Oh, ich habe RT gedrückt. Fuck. Ich hätte LT drücken müssen. Na gut, jetzt wissen wir wie. Oh, Hilfe. Ach, nicht das. Oh Gott. Ah Gott. Los schnell. Los schnell. Ja. Ja. Wir haben einen. Mal den. Keine Ahnung. Wie hieß er noch? Seinen Namen vergessen. Ich wurde jetzt von Ratten aufgefressen. Finde ich gut. Hat er verdient. Gucken wir nochmal. Duke Romeo. So hieß er. Brent Fitch. Brent ist gar nicht der Herzog der Hölle. Dem wahren Herzog ist vor Brents Haustür der Reifen geplatzt. Brent nutzte seine Chance, tötete ihn und nahm seinen Platz ein. Mittlerweile bereut er das bitter. Okay, vielleicht sind das doch nicht die. Jawohl. Diesmal ganz ruhig. X. Und LT.
Diesmal habe ich es richtig. Puh. Jawohl. Duchess Unia. Gloria Champagne. Ah, da kommen noch zwei Viecher. Duchess ist die größte Patriotin der Hölle. Sie ist nicht besonders clever, aber sehr loyal und stellt sich jedem entgegen, der anders denkt. Ihr Schwachpunkt ist ihr Haar, das ihre Sicht versperrt. Na, schön. Ah, Blutdusche. Gott sei Dank. So, müssen wir noch zwei finden. Und töten. Achso, da. Oh, diese Stühle. Richtig gelandet. Ah, die Schlafende. Wie komme ich zu der hin? Ich nicht. Ah nein, 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 nein. Oh Gott, der ist ja hier. Wie kriege ich den tot? Ich weiß es nicht. Bin absolut überfragt gerade. Das Ding? Ne, das haben wir erledigt. Das kriegen wir auch nirgendwo anders hin. Ah, warte, da geht's noch hoch. Okay. Müssen wir nach hier unten. Nein, lass mal runter. Ah, oh, muss man gerade da so rumschießen. Hier waren wir noch nicht. Können wir zu da. Der Schlafenden. Wie jetzt wach ist. Achso, die Taste. Aber wir haben es geschafft. Hoffe ich. Außer ich mache jetzt einen Fehler. Und sterbe wieder. Nein, wir haben die Keule fertig. Oh, durch den Boden durch. So, die ist tot. Das war Princess Poppylop. Cassie Wood. Don Röschen gehört einfach nicht in ein staubiges Museum. Es ist echt langweilig und die Nachbarn helfen auch nicht. Doch dann hat Cassie Disco entdeckt. Juhu! Disco! Na gut, wir können jetzt wieder raus hier. Und ich glaube, dann machen wir Schluss für heute. Und beenden die Folge. Falls es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und ansonsten, gebt einen Daumen runter, falls es euch nicht gefallen hat. Ist auch erlaubt. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, falls ihr Bock habt. Bis dann. Tschüss.